Herzlich willkommen zu unserem Blog Bewegungspause am Arbeitsplatz. Aktuelles Thema. Bewegungspause am Arbeitsplatz heißt ja heute auch Bewegung im Homeoffice. Und ich denke, das tut sicherlich allen gut, ein wenig Bewegung einzubauen. Ihr wisst, die neue Raucherkrankheit ist das Sitzen. Und unsere Intention ist heute natürlich nicht nur im Sitzen zu üben, sondern aus der Sitzposition auch immer wieder mal rauszukommen. Und eine Bewegungspause am Arbeitsplatz wurde früher auch toleriert. Ich persönlich bin als Physiotherapeut in die Betriebe gegangen, habe dieses Programm auch vorgestellt. Mein Name ist Jürgen Stark. Ich bin, wie gesagt, Physiotherapeut, Leiter des Gesundheitsbereichs im Postsportverein. Mein Opfer ist, darf ich vorstellen, Sekretärin Kerstin, heute aktiv, genau am Laptop unterwegs. Wir werden das kurze Programm vorstellen und beginnen einfach mit einer einfachen Gehen- und Streckübung. Kerstin, du regelst dich jetzt einfach mal so ein bisschen, kommst schon mal einfach in die Streckbewegung, rutscht genau schon mal ein wenig weg vom Schreibtisch. Normalerweise ist ja immer die Intention ran an die Arbeit, also ist auch immer wichtig, den Schreibtischstuhl entsprechend auszurichten, dass wir so wenig wie möglich in die Beugung kommen und die Beine natürlich unter dem Schreibtisch gut verstecken. Ja, nach dem einfachen Regeln und Strecken, wie nach dem morgendlichen Aufstehen, kommen wir auch in unsere erste leichte Dehnübung. Wir sind ja aktiv immer dabei, nach vorne zu arbeiten. Tastatur, Maus, alles, was dann immer wieder nach vorne ausgerichtet ist. Da gehen wir in die Kontrabewegung. Magst du mal in diese leichte Dehnung gehen, dass du die Arme nach hinten führst, wieder zurückführen. Machen wir hier eine dynamische Dehnung. Wir wollen ja jetzt nicht zu lange in der Dehnposition verharren. Ist jetzt ein bisschen Geschmackssache, ob ich es dreimal mache oder fünfmal mache. Sucht euch eine Position bzw. eine Wiederholungsanzahl aus. Achtet dabei drauf, wenn ihr nach hinten geht, nicht zu sehr ins Hohlkreuz zu kommen. Und was man idealerweise auch machen kann, ist während dieser Übung unsere klassische Po-Bauch-Becken-Bodenspannung einzubauen, immer wieder auch günstig das zu kombinieren. Ruhiges Atmen. Okay, sehr gut. Einmal Schultergürtel lockern. Das nochmal kurz zur Erinnerung. Ich persönlich würde immer die Bewegung des kreisenden Schultergürtels nach hinten unten machen. Gehe nach vorne hoch, nach hinten unten. Kann beim Hochkommen auch mal eine leichte Atemübung mit einbauen, nochmal den Brustkorb weitzustellen, auch mal die Lunge wieder ein wenig zu belüften. Auch mit 3, 4, 5 Wiederholungen. So ein bisschen Geschmackssache. Kommt ja auch darauf an, was der Arbeitgeber toleriert. Wenn ihr im Homeoffice seid, guckt ihr hoffentlich nicht immer zu. Es sei denn, er misst, wenn die Finger an der Tastatur sind. Okay, Kerstin, wunderbar. Wir wollen eine Station weiter nach unten gehen. Wir haben ja jetzt den vorderen, oberen Bereich. Wir haben dadurch auch die Brustwirbelsäule ein wenig in Streckung gebracht. Wir kommen mal zur Lendenwirbelsäule. Machst du mal die Aufrichtung und Kippbewegung des Beckens zeigen? Da bringen wir etwas Mobilität in den Bereich der Lendenwirbelsäule mit einfachen Kipp- und Aufrichtebewegung. Genau. Sehr gut. Das Becken wird aufgerichtet, wird gekippt. In der Kippung ist die Lendenwirbelsäule leicht hohl. In der Aufrichtung kommen die sogenannten Dornfortsätze der Wirbelsäule eher nach hinten raus. Super. Such dir mal deine sogenannte Mittelstellung. Und da kommen wir zu einer leicht aktiven Arbeit. Machst du die Hände einfach mal vor die Knie legen und versuchst mal über die Kraft der Arme dich in die Streckung zu ziehen. Als Widerstand dienen uns ja praktisch die Knie. Auch hier haben wir eine leichte Spannungsübung, ruhiges Überatmen, lässt du wieder nach und kommst nochmal in die aktive Phase, in die Streckung. Achte wieder drauf durch die Grundspannung, ja, sehr gut korrigiert. Bauchnabel einziehen und wieder nachlassen, gar nicht zu lange halten. Gut, einfach ausrichten, ihr wisst, wie viel Zeit ihr euch nehmen wollt. Wenn es ein 5-Minuten-Programm ist, vollkommen ausreichend. Wenn man das 2, 3 Mal am Tag so locker mit einbaut, ist das sicherlich, wie gesagt, eine gute Sache. Wenn ihr mehr Zeit habt, klar, immer wieder schauen, was machbar ist.
Sehr gut. Okay, da haben wir auch wieder eine leichte Spannungsübung eingebaut, schon mal Muskelaktivität, die uns in die aufrechte Position bringt, uns als Kontrapunkt zu unserer Grundhaltung mal wieder in die aktive Aufrichtung kommt. Die Rückenmuskeln werden gut trainiert. Wir wollen aber nicht, das ist ja nun unsere Grundposition, sitzend, nicht nur sitzen, sondern jetzt langsam hochkommen in den Stand. Machst du die Hände mal auf die Oberschenkel legen. Ja, brauchst deine Grundspannung auf und versuchst jetzt einfach mal den Oberkörper nach vorne zu nehmen und hochzukommen. Mach es wieder runter. So, hier trainieren wir die Oberschenkelmuskeln. Und was machen wir auch? Wir bringen den Kreislauf ein bisschen auf Trab. Wenn wir sitzen vor dem Schreibtisch, nicht vor dem Schreibtisch, natürlich vor dem Schreibtisch und vor dem Laptop in diesem Fall, aber beides ist ja vor uns, dann haben wir wenig Aktivität. Und so bringen wir, wie gesagt, den Kreislauf ein bisschen in Schwung. So, bei solchen Übungen dürfen es auch gerne 10 Wiederholungen sein. Also, aber auch hier bitte Geschmackssache und die Knie aufpassen, wandern nicht nach innen. Wir haben eine leichte V-Stellung, aus der wir dann nach oben hochkommen. So kleine Varianten, komm mal hoch, streck den linken Arm mal nach oben bitte. Ja. Gehen wir wieder runter. Also das sind so kleine Varianten, ist ein bisschen Geschmackssache. Hier kann ich natürlich, wenn ich den Arm nach hinten führe, auch gleichzeitig nochmal den Brustmuskel mit dehnen, um gegen diese angedeutete Verkürzung zu arbeiten. Sehr gut. Okay. Kommen jetzt einfach mal in die Endstreckung, einmal ganz hochkommen. Gut, Beine mal so ein bisschen ausschlackern. Sehr gut. Okay, jetzt einfach mal hinter den Schreibtischstuhl, machst du dich am besten ein wenig abstützen und wir kommen jetzt in die Dehnung. Wir wollen ja Sitzposition, die Hüfte, die Hüfte ist gebeugt, die Knie sind gebeugt, aus diesem Muster wollen wir raus. Haben wir eine klassische Dehnung, die viele von euch kennen. Das heißt, ich versuche jetzt die Hüfte zu strecken und auch das Knie zu strecken. Ich schiebe das Becken leicht nach vorne, bekannte Wadendehnübung. Ruhiges Überatmen, achte darauf, dass die Ferse unten bleibt, kommt wieder zurück, nicht zu lange. Das ist also eher ein dynamisches Dehnen. Wer nach seinem Homeoffice-Einsatz oder seinem Arbeitseinsatz am primären Arbeitsplatz dann nach Hause kommt oder Feierabend hat, kann natürlich diese Übung ebenso gut durchführen. Und kann sich noch mehr Zeit nehmen, kann sie ruhiger durchführen, kann mehr Wiederholungen wählen. Ganz klar. Okay, ruhiges Atmen. Einmal noch. So, was Kerstin hier andeutet, sie hat die Ellbogen gebeugt. Du kannst auch mal so bleiben, komm mal in die Streckung hoch, bleib mal so und geh wieder zurück. Haben wir gleich so ein bisschen Armaktivität mit drin. Ein bisschen Bewegungsfantasie, da kriegt ihr alles gut hin, kann man Dinge auch gut kombinieren. Okay, sehr gut. Einmal ein bisschen ausschlackern. Gut, ein Muskel, der auch gerne verkürzt, der Hüftbeuge, ein wesentlicher Hüftbeugemuskel, ist ein Teil des Oberschenkelmuskels, des sogenannten Quadrizeps. Machst du dich einmal am Stuhl bitte halten, mit der linken Hand deinen linken Fuß greifen. Ja, gute Hüftstreckung dabei. Werdet ihr gleich besser sehen, wenn Kerstin das Bein wechselt. Ich kann das jetzt gut erkennen. Kerstin, machst du gut. Achte darauf, nicht zu sehr ans Hohlkreuz zu kommen. Zieh den Bauchnabel ein wenig ein. Bitte nicht gegen Kniebeschwerden angehen. Ziehen darf es vorne im Oberschenkel. Einmal wieder wechseln. Also die klassischen Dehnübungen laufen teilweise etwas länger, aber bei dieser aktiven Bewegungspause haben wir andere Parameter und müssen, wie gesagt, nicht zu lange dehnen. Also das ist jetzt nicht so wichtig. Es kommt eigentlich eher darauf an, aus der Sitzposition rauszukommen, die Muskeln, die typische Sitzhaltung, in der wir in der typischen Sitzhaltung sind, ein wenig aufzudehnen, einfach mal, wie gesagt, hochzukommen aus der Sitzposition. Okay. Gut, Kerstin, einmal wieder so ein bisschen auflockern. Kurzer Tipp, hält sich mal bitte am Stuhl fest. Kurzer Tipp auch für nebenbei, einfach mal zu sagen, warum hier, viele kennen das, wo ist er? Ach nee, es ist verschwunden. Wir haben hier unseren inneren Schweinehund, aber der ist jetzt leider uns abhanden gekommen. Du musst jetzt das Telefonieren andeuten.
Mal telefonieren, genau, einmal bim bim, da kommt das Telefon, der Chef ruft gerade an und telefonieren einfach im Stand. Wer möchte, kann natürlich auch sagen, ich telefoniere im Stand, nimm mal ein Bein hoch, mach gleichzeitig ein bisschen Gleichgewichtstraining. An anderer Stelle habe ich das empfohlen beim morgendlichen Zähneputzen, Einbeinstand, Zähneputzen. Kerstin macht und führt ihr Telefonat jetzt im Stand, wackelt noch nicht mal, konzentriert sich, macht Gleichgewichtstraining, trainiert die Fußmuskulatur, Kreislauf wird trainiert, in der aufrechten Haltung. Ja, was gibt es mehr? Kerstin, setze dich mal wieder, jetzt geht es ja leider wieder in die Arbeit. Bevor aber dann wieder die Tastatur und die Maus dein und natürlich das Laptop primäres Arbeitsgerät sind, wollen wir die Muskeln, die auch da immer wieder gern verkürzen, mal ansprechen, abschließend dann einfach mal die Arme strecken. Oder ich zeige mal kurz mit dem linken Arm, die ich die Streckung nehme und versuche mit der rechten Hand, ihr könnt das gut erkennen, die Fingerspitzen gut mit hochziehen, die Unterarmmuskulatur jetzt des rechten Armes zu dehnen, einmal mal wechseln. Es gibt hier verschiedene Formen der Dehnung, das ist jetzt eine ganz typische. Das sind jetzt die sogenannten Beugemuskeln, die gedehnt werden. Also mit den Muskeln wird ja die Hand gebeugt im Handgelenk. Und umgekehrt, nachdem Kerstin die Seite nochmal angesprochen hat, denn der Wechsel, dass du mal die Hand in die Position nimmst, sehr gut. Und die sogenannten Streckmuskeln, man kann das zum Teil vielleicht auch ein bisschen erkennen an den Muskelstrukturen. Kurze Zeit nur, ja, ein bisschen Geschmackssache, wie gesagt. Der Chef guckt zu, nicht zu lange. Ne? Zwei, dreimal wiederholt reicht vollkommen aus. Es geht ja darum, einfach mal andere Positionen einzunehmen. Und dann abschließend nochmal die Hände so zusammen. Das wäre nochmal eine Alternative. Dann auch mal ein bisschen aufrichten und dann drückst du mit der rechten Hand mal die linke Hand, machst dich mal ein bisschen drehen, dann, ja, sehr gut. Ja, super. Und einfach zur anderen Seite. Also das Prinzip ähnlich wie bei der vorhergehenden Übung. Jetzt ist es nur eine Variante, die man mit einbauen kann. Es gibt Vielzahl andere Sachen. Ich sage meinen Patienten auch teilweise, die Probleme haben in dem Bereich, die Hand einfach auf den Tisch zu legen und dann jetzt in dieser Form zu dehnen, die Hand zeigt praktisch rückwärts sozusagen. Und dann habe ich ähnlich auch die Dehnung für die Unterarmmuskulatur. Kerstin, tut mir leid, du musst wieder an die Arbeit. Also dann hau rein und ranrutschen, ordentlich ranrutschen, richtige Einstellung, Computer. Viel Spaß dabei, bis zur nächsten Bewegungspause. Alles Gute, tschüss.